Herzlich willkommen zum Block Nummer 3 und heute haben wir den Paul Keller von der Athletenschmiede. Hallo Paul. Den haben wir heute zu Gast und mit dem Paul schwätzen wir und reden heute ein bisschen über Fitnessstudios und sein Schaffen als Fitnesstrainer, aber vielleicht stellt er sich kurz selbst vor, bevor wir zum Thema kommen. Ja, hallo an alle, schön, dass ich hier sein darf. Ich bin der Paul, ich bin Diplom-Sportwissenschaftler und Betreiber der Athletenschmiede schon seit ein paar Jahren. Habe schon während des Studiums irgendwann gemerkt, dass ich mich eigentlich in der Branche ein bisschen weiterentwickeln will und selbst als Kunde, als ich mit Fitnesstraining angefangen habe, zwar mit 18 Jahren, habe ich einfach relativ schnell gemerkt, dass ich irgendwie nicht die Betreuung oder die Art Betreuung bekomme, die ich mir vielleicht irgendwo erhofft habe oder so. Das heißt, was hast du selbst gemacht, wenn du sagst, du hast die Betreuung nicht? Also hast du dann so ganz klassisch Gewichte gestemmt oder? Genau, ich habe eigentlich so, natürlich wie man halt so als Jugendlicher irgendwann so die ganzen Vorbilder hatte, Arnie und ja. Stallone und ja. Jackie Chan und wie sie auch immer hießen und ja. Die waren ja alle schön ripped und Van Damme, ja. Ne? Und die waren ja alle immer so total in Shape und kannst du auch Spagat? Ich konnte es tatsächlich. Okay. Ich konnte es tatsächlich. Ich arbeite gerade wieder dran. Ich hoffe, dass ich das auch irgendwann demnächst mal wieder bewerkstelligt bekomme. Aber habe dann, wie gesagt, mit 18 mit Krafttraining begonnen. Ganz klassisch in einem Globo-Gym. Werde jetzt keinen Namen nennen. Habe ich dann angefangen und mit den ganzen Trainingssystemen so nach und nach konfrontiert worden durch die Trainer, von denen ich halt betreut wurde. Aber es lief eigentlich mehr oder weniger immer so ein bisschen aufs Gleiche hinaus. Du machst halt Übung A, Übung B und dann mal machst du die Phase, dann die Wiederholungszahl und dann variierst du da ein bisschen was, aber im Endeffekt läuft es immer aufs Gleiche hinaus. Du hast, keine Ahnung, Zweier-Split, Dreier-Split, Ganzkörperplan und ein bisschen High-Intensity-Training da und ein bisschen das und dann noch dein Cardio-Part und das war mir halt alles irgendwann so ein bisschen zu stupide. Und mein damaliger, beziehungsweise dann habe ich halt parallel noch mit dem Studium angefangen. Und du bist jetzt was, wie nennt man deine Berufsbezeichnung, deinen Titel? Also auf Papier steht tatsächlich Diplom-Sportwissenschaftler. Okay. Habe das in Mainz studiert an der Uni und aber wie gesagt, im Prinzip kannst du mich auch als Personal Trainer betiteln, als Athletik-Coach oder wie auch immer man das Ganze nennen mag. Ja. Dafür gibt es ja keine geschützten Begriffe oder so. Sondern, also ich persönlich sage halt immer nur, ich bin Diplom-Sportwissenschaftler, weil das halt meine offizielle Bezeichnung aufgrund des akademischen Grades. Du studierte wie lange? Also wie lange hast du dafür gebraucht? Regulär. Regulär oder wie lange ich gebraucht habe? Erzähl ruhig beides. Also die Regelstudienzeit sind 8 Semester. Du hast 4 Semester Grundstudium. Wie gesagt, ich hatte noch das Glück, auf Diplom zu studieren. Ja. Zu meiner Zeit wurde das damals schon gewechselt zu Bachelor- und Masterstudiengängen und so weiter. Ich war jetzt, glaube ich, der vorletzte Jahrgang, der noch das Glück hatte, Diplom wählen zu können und studieren zu können. Und wie lange hat es tatsächlich gedauert? Bei mir tatsächlich hat es dann 13 Semester gedauert, wobei man muss dazu sagen, es ist nicht zwingend Eigenverschuldung, sondern also man schafft es auch in 8 Semestern, das sage ich mal so. Das geht, wenn man tatsächlich zum Beispiel wie in meinem Fall dann wenn man dann nicht nach Mainz zieht und sich nicht nur komplett aufs Studium konzentriert. Du hast ja aber auch schon gearbeitet. Ich habe auch währenddessen genau gejobbt und so weiter. Nicht direkt im eigentlichen Fitnesssektor, sondern so ein bisschen drumherum. Ich habe meinem Sportartikelladen in Mainz gearbeitet, parallel, habe aber dann einfach gemerkt, dass für mich diese Fahrerei immer dieses Pendeln mit dem Zug, das ist vor allem am Wochenende, wenn du halt auf diese öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen bist und dann auch pressend in der Innenstadt irgendwo in einem Laden bist und nicht an der Nähe vom Bahnhof, dann musst du halt erstmal an den Bahnhof, dann musst du vom Bahnhof noch mit dem Bus und dann noch zu Fuß und wie auch immer. Und das hat mich halt einfach genervt. Und wenn man tatsächlich will, dann schafft man es auch in 8 Semestern. Die meisten sind dann, was weiß ich, aus Köln dann hierher gezogen oder was weiß ich, von wo sie kamen und haben sich dann nur aufs Studium konzentriert und das geht auch. Aber man muss auch dann dazu sagen, wenn du halt natürlich noch irgendwie Hobbys hast oder nicht in jeden Kurs reinkommst, den du belegen musst eigentlich und die dann immer nur zum Wintersemester anfangen, dann verschiebt sich das schon mal um 2 Semester. Und so war es zum Beispiel auch bei mir. Ich konnte dann in einen Kurs nicht rein, ich weiß ja gar nicht mehr, was das war. Den musste ich dann erst ein Jahr später belegen. Dann gehen dir schon mal 2 Semester flöten. Du versuchst zwar Sachen vorzuziehen, aber das musst du dann halt nachholen, auch wenn es dann nur ein Kurs ist.
Na, und dementsprechend hat sich meine Studienzeit leider etwas verlängert. Ich denke, auch eine längere Studienzeit sagt nichts über das Fach. Überhaupt nicht, ja. Also wie gesagt, ich habe in der Zwischenzeit habe ich ja dann noch zahlreiche Fortbildungen gemacht und Lizenzen zusätzlich erworben. Ja. Und es war nicht so, dass ich untätig war. Und parallel dazu zum Studium habe ich mich dann währenddessen halt auch noch selbstständig machen können. Ja. Und dann legst du da natürlich auch so einen Schwerpunkt, ja, als ich dann halt irgendwann in der Fitnessbranche tatsächlich Fuß gefasst habe und mir schon über ein paar Jahre dann Erfahrung sammeln konnte. Habe ich dann irgendwann gemerkt, so ey, ich glaube, das ist so das Ding, was ich eigentlich machen will und es macht mir Spaß. Und die Leute merken tatsächlich auch, dass da irgendwie so ein anderes Betreuungskonzept dahinter steckt und dass das ein bisschen persönlicher ist und dass die einen ganz anderen Input oder mehrere Bereiche beleuchtet bekommen, wie jetzt einfach nur dieses klassische Bodybuilding in Anführungszeichen, was man halt sonst aus der Fitness-Szene kennt. Was schon hochgegriffen wäre, Bodybuilding, meistens ist es ja nur so, ich stemme mal so ein paar Gewichte ins Studio und also so habe ich den Einstieg in die Fitnesswelt gefunden. Und wenn du jetzt so, ich denke mal, wenn du den Otto Normalbürger fragst, so was versteht er unter Fitness, dann wird er immer den Bodybuilding-Bereich damit assoziieren. Ja. Und das ist halt nun mal im Volksmund quasi der Fitnessbegriff. Genau. Ja, ja. Es ist halt einfach noch so behaftet, dass wenn du sagst, ey, ich bin im Fitnessstudio, dann geht's halt klassisch immer nur an Eisenstämmen oder die Aerobic-Mäuschen, die dann in den Kursen rumtanzen. Sehr vorurteilsbehaftet. Genau. Am Anfang mit der Athletenschmiede, ohne jetzt zu viel schon verraten zu wollen, als du angefangen hast, du hast ja bestimmt dich auch mal umgehört, hast mit Kollegen vielleicht auch gesprochen, hast vielleicht auch mal mit Banken gesprochen und hin und her. Was kam dir denn entgegen, als du gesagt hast, ich mache ein Fitnessstudio auf? Ja, also leider ist es in Deutschland so, dass es halt auch da sehr, sehr negativ behaftet ist, dieser Begriff Fitnessstudio oder Fitnessbranche, weil halt einfach so viele Studios vorherrschend sind, vor allem halt auch im Billigpreissektor. Ja. Was ist das Billigste, was du im Moment weißt, wo du trainieren kannst im Monat? Also auch da, ohne Namen zu nennen, ich glaube 9,90 € oder so mit Partner. Irgendwie sowas. Also brauchen wir nichts zu sagen. Ja. Das geht dann halt natürlich tendenziell eher über Masse statt Klasse, würde ich jetzt mal so behaupten. Ich sag's mal so, ich will da irgendwie keinem was schlecht reden oder sonst was. Das sind alles Studios, die gut ausgestattet sind mittlerweile. Ne? Teilweise auch große Studios. Genau, auch große Studios, die wirklich auf namhafte Hersteller setzen, wo du wirklich sagen kannst, ey, das Equipment ist eigentlich top. Ja, ob du jetzt die Betreuung willst oder nicht, das hängt dann immer von dir persönlich ab. Wenn du halt schon sehr, sehr trainingserfahren bist, hätte ich jetzt kein eigenes Studio, ja, würde ich halt auch sagen, ey, pass auf, ich habe da die Möglichkeit, 24/7 zu trainieren und kann da selbst nachts rein, selbst wenn ich Schichtarbeiter wäre oder sonst was, kann da zu jeder Zeit rein. Das ist ein Riesenvorteil und ich kenne mich mit dem Training aus, das wird mir vollkommen reichen. Aber das war ja nicht dein Konzept. Nein, es war nicht das Konzept, genau, weil, wie gesagt, ich persönlich habe einfach mehr oder weniger immer irgendwie gemerkt, so, dass die Betreuung, die ich bekommen habe, war halt, bis auf vielleicht vereinzelte Ausnahmen, hallo, ich bin dein persönlicher Trainer, wir besprechen heute deinen Trainingsplan, du machst bitte Übungen A, B, C, und das lässt du erstmal weg und wir sehen uns dann in 6 bis 8 Wochen wieder und das war's, ja. Und ob du irgendwas richtig machst, ob du das alles innerhalb von einem Termin, nehmen wir an, du hast einen Dreiersplit bekommen, über 3 Tage einen Trainingsplan, 3 verschiedene, und dann stehen da pro Tag, keine Ahnung, 7, 8 Übungen drauf oder so, plus unterschiedliche Einstellungen. Das ist zwar der Vorteil an diesem maschinengeführten Training oder selbst wenn es beim Freihandelbereich war, du wusstest nie, ob du das jetzt komplett richtig machst oder nicht. Ja, ob du die Übung richtig ausführst oder nicht. Also ich habe da auch so die Vermutung oder auch das Gefühl, dass Leute sich da halt auch verletzen oder dann auch falsch trainieren. Also ist meine persönliche Einschätzung. Ich bin jetzt so vom Fach wie du. Aber ich glaube, dass Leute, wenn du dir einfach einmal eine Übung machen lässt und dann sagst, ab jetzt kannst du es, dass trotzdem die Ausführung lange nicht so ist, wie es sein müsste. Exakt, da gebe ich dir vollkommen recht. Und das ist auch der Punkt, den ich dann so nach und nach in mein Konzept mit übernommen habe, weil ich einfach gesehen habe, gewisse Dinge brauchen einfach Zeit. Manche haben das Talent, dass die sich eine Sache einmal angucken und dann können sie es direkt. Oder die probieren es halt einfach aus und dann klappt es direkt. Selten. Und dann denkst du so, was ist mit dir verkehrt? Ich habe dafür 2 Jahre gebraucht oder so. Ja. Und dann, aber so Talente oder so Ausnahmen gibt's, aber der Rest ist tatsächlich wirklich so, du musst halt immer drüber schauen oder man sollte drüber schauen. Man, selbst wenn es nur eine kurze Korrekturhilfe ist, gewisse Dinge vergisst man dann, weil es sind halt einfach auch technische Sachen, die du vielleicht, wenn du ein nettes Körpergefühl hast, ja, so wie wir jetzt,
die einfach schon seit Jahren oder Jahrzehnten irgendeinen Sport machen, der tatsächlich auch mit deinem eigenen Körper zu tun hat und nicht nur, was weiß ich, Tennis oder Golf, wo du halt ein... Keine Angriff nein, um, an die Gottes, um Gottes Willen, ja, bitte nicht falsch verstehen, ja. Aber es geht halt zum Beispiel, wenn du Kampfsport betreibst oder wenn du, so wie ich komme ja aus dem Gerätturnen, ja, und habe jahrelang geturnt, auch Wettkämpfe gemacht und alles und dann geht es halt sehr, sehr viel um Körpergefühl und Winkelgefühl und Winkelstellung in der Gelenke und so weiter. Und du entwickelst halt eine ganz andere Sensomotorik über dich selbst. Das haben die Leute nicht, die zu dir kommen. Das ist halt Lieschen Müller, die ist Hausfrau, ja, die, und dann sagst du zu ihr irgendwann, ja, du musst jetzt mal einen Handstand machen. Dann schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Schwierig, um Gottes Willen, habe ich seit 50 Jahren schon Graus davor. Ja. Ja, und dann musst du halt die langsam so Stück für Stück ranführen. Aber das ist ja auch jetzt irgendwo das Konzept bei dir, also in der alten Location, also auch in der neuen Location. Also dein Konzept ist ja auch jetzt die letzten 3-4 Jahre, ist es ja auch jetzt kontinuierlich gewachsen. Du hast die Location mittlerweile gewechselt. Ja, wir konnten die Größe verdoppeln. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Hat auch einfach gepasst zu dem Zeitpunkt, dass man dann sagt, man geht den nächsten Schritt, weil irgendwie die... Man muss da natürlich irgendwo einen Startschuss setzen. Ja. Ich bin auch da sehr, sehr froh drum, dass mir mein damaliger Vermieter das ermöglicht hat. Ja. Vor allem, wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Bezug nehmen wollen, was hast du denn von den Banken und sonst was gesagt bekommen? Die haben mir nämlich den Vogel gezeigt, um es nochmal ganz milde auszudrücken. Ja. Und haben halt gemeint, naja, Fitness, das, mein Gut, das wusste ich halt auch vorher. Ne? Du hast, glaube ich, Gastronomie, Fitness und Friseur sind so die drei, die drei Branchen, wo die Banken direkt so, wissen wir nicht, ob wir das machen sollen. Also ganz kurz nur, also ja, weil ich gesagt habe, das Schlimmste, also nicht das Schlimmste als solche, als Branche, aber weil es einfach sehr, sehr viele gibt, ist das halt ein sehr, sehr schwieriges Gewerbe. Und Banken sind bei sowas immer sehr, sehr vorsichtig. Exakt, weil es darum geht halt, das Geld wieder zurückzubekommen irgendwann. Und wenn halt natürlich jetzt wieder einer mit einem, oh, wir haben so ein neues Fitnesskonzept und so. Neu. Fitness ist halt leider eine Branche, die halt so verläuft. Ja, du hast halt wirklich permanent Ups und Downs und mal ist ein Trend voll top und dann ist es wieder Schrott. Innerhalb von 2 Monaten ebbt es ab. Was war jetzt in dieser, sagen wir mal, Fitnessstudio-Landschaft, wo du dich jetzt bewegst? Also ich sage jetzt mal Rhein-Main, vielleicht so rund um Worms rum, vielleicht Mainz ist vielleicht schon zu weit, aber alles so rund um Worms. Was war jetzt so deine Erfahrung? Wo hast du jetzt gesagt, wenn ich irgendwie Kunden erreichen will, deswegen bist du ja auch hier, weil wir uns oft Gedanken gemacht haben, wie können wir denn dein Konzept nach vorne pushen, ob das jetzt Fotos, Social Media ist, ob das der Imagefilm ist. Was hat denn für dich am besten funktioniert? Also wo du sagst, also Tobi, sei mir nicht böse, das hat vielleicht weniger funktioniert, aber wo hast du am meisten Nutzen rausgezogen? Ob das auf Homepage, Video oder so? Also ich persönlich bekomme tatsächlich noch so die meisten Anfragen, wenn ich das jetzt mal so aufsummieren müsste, glaube ich, über die Homepage. Ja. Zumindest flattert halt über das Kontaktformular, über das E-Mail-Fach flattern so, glaube ich, die meisten rein. Wobei ich auch schon Kunden tatsächlich über Social Media generieren konnte, Facebook, Instagram. Ja. Zwar nur vereinzelt, weil das lässt sich halt immer sehr, sehr schwer messen. Ja. Na, du kannst zwar eine Reichweite einstellen und Worms und Umgebung zum Beispiel, in meinem Fall, weil was anderes macht halt keinen Sinn. Nee, ne? Also was ist denn das für eine Reichweite von 10, 15 Kilometer, glaube ich, maximal. Ich würde sagen, die Leute fahren vielleicht noch so einfach eine halbe Stunde, aber das ist auch so. Ja, das ist wirklich, da ist schon die Schmerzgrenze. Bei den meisten ist, glaube ich, so tatsächlich so 20, 25 Minuten Fahrzeit ist schon Ende der Fahnenstange. Mhm. Und deswegen kann ich das eigentlich so schwer beantworten. Es ist schon sinnvoll, dass man das macht, auf jeden Fall, dass man das auch beibehält, weil der Mensch an sich ist halt doch irgendwo so ein bisschen bildaffin, würde ich jetzt mal behaupten. Du guckst halt gern, du siehst halt was und wir sind ein Augentier und dementsprechend, wenn du was siehst, willst du es entweder ähnlich mal ausprobieren oder sonst was. Aber tatsächlich glaubst du, den meisten Nutzen ziehe ich über Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja, so durch das, genau, Empfehlungs-Marketing, wenn man das so nennen mag. Weil halt einfach, der bringt mal den mit, ey, ich habe da noch einen Kumpel, dem habe ich davon erzählt. Ich denke, im Sportbereich ist das auch, weil es ja auch irgendwo... Das ist eine ganz andere Ebene. Ja, genau, das ist eine andere Ebene und das hat vielleicht auch irgendwo so ein bisschen was mit dem Zusammengehörigkeitsgefühl bei dem Studio auch zu tun. Ich denke, nichtsdestotrotz ist es jetzt am Beispiel von dir, halt so einen Imagefilm irgendwie zu haben oder die Bilder zu haben, wo die Leute einmal durchklicken oder wenn du sagst, ich mache einen Tag der offenen Tür und habe dann immer noch Bilder, dass die Leute sehen, da war was los.
Ich glaube, das ist das, was die Marke Athletenschmiede dann auch so ein bisschen definiert und der Türöffner, oder dass die Leute tatsächlich bei dir dann unterschreiben, bist dann im Endeffekt immer du. Die Leute reden mit dir, die machen dein Training mit, ja. Mit Sicherheit. Und alles andere ist. Mit Sicherheit ja. Ist das irgendwo eines der Argumente, würde ich jetzt mal behaupten. Aber man darf halt auch auf keinen Fall vergessen, dass das die Community, also tatsächlich diese Gruppe, die dann an dem Tag da ist, wo Person X zum Probetraining kommt oder so, das macht halt sehr, sehr viel aus. Ja, und natürlich auch die Location. Ohne die Gruppe an sich gäbe es auch die Location nicht, also weil... Von der Gruppe und von der Location blenden wir jetzt hier dann gleich mal ein paar Bilder ein, dass ihr euch da mal ein Bild von machen könnt, und auch ein Ausschnitt vom Imagefilm wird bestimmt nochmal eingeblendet innerhalb dieses Blogs. Und das ist halt tatsächlich also nicht nur mein eigenes Zutun, was da mit entscheidender Faktor ist, ob jetzt eine Person tatsächlich bei mir einen Vertrag abschließt oder auch nicht, oder sei es nur eine Zehnerkarte sich erwirbt oder so, oder ein Personal Training macht oder einen Trainingsplan dann tatsächlich noch dranhängt, wie auch immer. Sondern es ist tatsächlich, das ist ein Mix aus verschiedenen Faktoren. Die Location ist halt was ganz anderes. Das ist kein klassisches Fitnessstudio, so wie du das halt normal, so, oder so wie ich das kennengelernt habe mit 18. Ja, du kennst das ja auch so. Ja. Genau, okay, ist halt rein. Und wenn jetzt jemand Fitnessstudio hört, dann weiß er halt, okay, da steht eine komplette Gerätereihe von Hersteller X. Und das eine ist eine Bizepsmaschine, das andere ist für die Beinrückseite, das für die Brustmuskulatur. Und das gibt's bei uns alles nicht. Ne? Wir sind halt, wie gesagt, ein reiner Betrieb, wo funktionelles Training angeboten wird. Das heißt, wir arbeiten mit Langhanteln, mit Kurzhanteln, mit Kettlebells, mit dem eigenen Körpergewicht. Wir arbeiten natürlich auch irgendwo mit Ergometern, aber zumindest mit den Ergometern, wo ich persönlich auch die Hand für ins Feuer legen kann und sagen kann, die sind anstrengend, die bringen euch auch weiter, die bringen auch was, und ich brauche da keinen Ellipsentrainer. Ja. Von dem namhaften Hersteller Y, der mich dann, keine Ahnung, 15.000 Euro kostet oder 10.000 Euro. Ja, nur dass die Leute dann halt wie so eine Walk-Bewegung haben oder sonst was. Kann ich mir ungefähr dann vorstellen, ja. Das heißt, wir haben jetzt so ein bisschen gehört, du kommst jetzt vom Sportstudium über die Selbstständigkeit, wie du die Athletenschmiede gegründet hast. Wenn ich jetzt zu dir hier und heute quasi käme ins Studio, was bietest du denn jetzt quasi alles an? Also welchen Service kann man denn bei dir jetzt quasi erfahren? Also grundsätzlich bewegen wir uns natürlich im funktionellen Trainingssektor. Dann bieten wir aber auch, beziehungsweise ich rede immer von wir als Studio. Naja, du hast ja aber auch den einen oder anderen, der mal einen Kurs hält. Du hast jetzt Yoga zubekommen. Also ja, zumindest für die Betriebssportgruppe. Ja. Das ist aber dann so die To-Do-List für nächstes Jahr, hoffentlich. Da müssen wir aber natürlich noch schauen, dass wir das Ganze ein bisschen räumlich vorher erweitern. Die Möglichkeit besteht, Gott sei Dank. Aber dazu müssen noch ein, zwei andere Sachen geklärt werden. Und das ist so die nächste Geschichte, die dann quasi hoffentlich irgendwann nächstes Jahr spätestens angegangen werden kann, dass wir das Yoga-Konzept erweitern, weil das nun mal zum funktionellen Training bzw. zum Beweglichkeitstraining ebenfalls dazu zählt, solange es kein Klangschalen-Kram ist oder sonst was. Es gibt Yoga und es gibt Yoga. Ja. Ne, auch jetzt nichts gegen Leute, die Klangschalen-Yoga machen oder Hot-Yoga oder wie auch immer die ganzen Formen. Wie auch immer die ganzen Yoga-Formen heißen. Ja. Sondern es geht tatsächlich für mich auch um den Faktor Training und Mehrwert für den Faktor Beweglichkeit. Das heißt, also, du hattest jetzt die Betriebssportgruppe, hast du gesagt? Genau, das heißt, wenn auch Betriebe sich dafür interessieren und sagen, wir würden gern persönlich unser Angebot erweitern für unsere Mitarbeiter, ja, sowas gibt es ja auch, seien es die Betriebe in Worms direkt oder vielleicht in näherer Umgebung oder auch, sagen wir mal, mittelständische Unternehmen oder wie auch immer. Es kann ja sein, dass da der Chef selbst sportaffin ist und sagt, ey, ich fände es cool, wenn wir irgendwie irgendwas in die Richtung noch machen können. Auch mit 5-6 Mitarbeitern, das müssen ja dann immer... Hätte ich jetzt gar kein Problem mit. Bei uns ist es sowieso in der Regel auf 10 Teilnehmer beschränkt, weil erstens mal das Studio natürlich auch einen gewissen Platz nur bietet, ja, und jetzt kein herkömmliches Studio ist. Das heißt, bei uns ist alles ein bisschen kleiner von der Fläche, wobei das jetzt auch nicht zu klein ist. Aber wir müssen natürlich auch gucken, dass wir für die normalen Kunden oder sonst was auch die Möglichkeit noch weiterhin bieten, dass die ihr freies Training durchziehen können oder dass zum Beispiel irgendwie noch eine andere Class währenddessen stattfindet. Plus in unseren eigenen
Also in unserem eigenen Rahmen biete ich die Möglichkeit, das Gewichtheben quasi noch als Sportart zu erlernen. Jetzt außerhalb des Wettkampfcharakters natürlich, also wir persönlich, auch und meine Teilnehmer und ich, wir gehen nicht auf Wettkämpfe, selbst wenn der ein oder andere Potenzial dazu hätte, aber das ist nicht unsere Intention. Für mich geht es tatsächlich eher darum, den Leuten die Sportart beizubringen und denen zu zeigen, ey, das ist nicht immer so, wie es im Fernsehen aussieht, dass es immer nur die super Schwergewichte machen, die 140 Kilo Brummer, die dann 200 Kilo reißen oder so, sondern das kannst du als Lieschen Müller Hausfrau tatsächlich auch erlernen. Das ist eine sehr, sehr schöne Sportart. Auch eine sehr technische Sportart. Technisch genau anspruchsvolle Sportart, die ich selbst am Anfang immer belächelt habe, weil ich gedacht habe, das machen wirklich nur die ganz schweren Jungs. Jeder so kann das gerne mal ausprobieren, gerne auch beim Paul, und er wird sehen. Ich habe das am eigenen Leib schon erfahren. Gewichtheben ist ein sehr, sehr schwieriger Sport. Ja, also wer sagt, ich habe irgendwie viel Kraft, der soll das mal probieren und dann können wir noch weiterreden. Genau, und vor allem ist es auch nicht so, ich habe ein paar Muskeln, ich werde es mit Sicherheit irgendwie hochbekommen, das ist ein Trugschluss. Ja. Aber du machst ja auch noch mehr. Also das genau, also wir haben das Weightlifting, wir haben das funktionelle Training, wir haben die Sparte Betriebssport. Des Weiteren kann man mich natürlich persönlich als Trainer für seine eigenen Einzelstunden buchen, wenn man so ein Kandidat ist, der jetzt seinen Hintern nicht hochbekommt und sagt, ey, ich brauche einen Arschtritt, ansonsten mache ich nichts. Ja. Dann stelle ich mich gerne eine Stunde mit dir dahin und schreie dich an. Okay. Du bezahlst mich und ich schreie dich an. Sehr schön. Okay. Damit verdiene ich mein Geld, Leute. Aber was anderes mache ich nicht. Nein, Spaß beiseite. Also es gibt viele, die brauchen diesen motivationalen Aspekt, dass da halt jemand daneben steht oder zumindest den nicht nur den motivationalen, sondern auch den persönlichen Aspekt, dass die halt sagen, ey, ich will, dass das Training komplett nur auf mich fokussiert gelenkt wird. Ja, weil natürlich kannst du in einer Class, wo du noch 9 weitere Leute hast, nicht auf jeden Einzelnen so genau eingehen, wie du das unter 4 Augen machen würdest. Oder beziehungsweise die Leute, die tatsächlich diese Einzelbetreuung haben, die kommen wegen irgendwelcher orthopädischen oder internistischen Beschwerden, ja, und sagen, ey, ich habe da 3 Bandscheibenvorfälle schon. Das heißt, da ist ja das Thema Reha. Genau, Reha und Prävention ist da genau ein ganz, ganz großes Feld, weil das ist eigentlich der Zweig, für den ich persönlich, wenn man das dann so nennen mag, ausgebildet wurde. Ja. In meinem Studium hatte ich den Schwerpunkt Reha und Prävention. Das heißt unter anderem Herzerkrankungen oder Gelenkserkrankungen, ja solche Geschichten. Alles mögliche an internistischen Erkrankungen, sei es Diabetes oder wie auch immer. Ja, also nicht, dass dann jemand denkt so, boah, ich bin jetzt krank, ich kann da gar nichts mehr machen und ich sollte mal lieber langsam machen. Nee, Bewegung ist eigentlich die beste Medizin, die du selbst verabreichen kannst. Nur hat das nicht jeder auf dem Schirm, ne? Und nicht jeder Arzt verschreibt das. Da fehlt so ein bisschen das Verständnis heutzutage. Exakt. Ja. Ne? Das heißt, Reha und Prävention ist so meistens der Zweig, den ich unter 4 Augen mache, bezüglich des Personal Trainings. Ja. Und was auch noch unter Personal Training fällt, wäre jetzt die Ernährungsberatung zum Beispiel. Ja, du hast ja gerade gesagt, Diabetes, da ist ja wahrscheinlich Ernährung, meistens Zucker ist da, und so genau, weiter. Ist ja meistens Thema. Ist das ein Riesenfeld, dass die Leute halt nicht nur körperlich nicht aktiv sind, sondern halt sich auch sehr, sehr schlecht ernähren, was heutzutage leider nahe liegt. Aus Bequemlichkeitsgründen oder aus ich glaube aber auch, Paul, dass viele das gar nicht lernen. Von wem auch? Also sie lernen es weder in der Schule noch von daheim aus. Also woher sollen es die Leute denn wissen? Ja? Und dann kriegen sie vielleicht erstmal mit 30, 40, vielleicht noch älter, dann erstmal gesagt, du hast dich ein Leben lang falsch ernährt. Und dann fällt vielleicht so ein riesen Hammer und die Leute sind schockiert. Ja, das ist aber gut, dass es dann so Leute wie dich gibt. Ja, ja, und das ist ein Berufszweig beziehungsweise ein Themenfeld, das ich auch genauso abhandle. Ja. Und zusätzlich noch, weil ich halt wie gesagt aus dem Gerättouren komme, der Bereich Calisthenics, wenn du das so nennen magst, beziehungsweise Training mit dem eigenen Körpergewicht. Ja. Das ist für uns neben dem Gewichtheben zum Beispiel, neben dem klassischen Gewichtheben, also unter dem Gewichtheben oder unter dem Themenfeld Gewichtheben, fasse ich auch zum Beispiel diese Strongman-Geschichte zusammen, ja. Wobei, wenn bei uns auf dem Plan Weightlifting steht, dann wird auch klassisch Weightlifting gemacht, also das ganz klassische Gewichtheben, Reißen, Stoßen und so weiter.
Aber auch, wie gesagt, das Training mit dem eigenen Körpergewicht, das zählt genauso zum funktionellen Training, weil du kannst genauso einen Liegestütz machen, du kannst genauso einen Klimmzug erlernen, selbst wenn du als Frau zum Beispiel zu uns kommst und sagst, ich konnte es noch nie, ich werde es nie können, doch kannst du. Du wirst doch vermutlich schon in deiner ersten Stunde deinen ersten Klimmzug machen, sei es mit Bandunterstützung oder in einer anderen Form. Aber du wirst die Grundlagen und den Grundstein legen können für den Weg, den du halt einfach in der nächsten Zeit gehen solltest, um das dann irgendwann aus eigenen Kräften schaffen zu können. Aber einfach mal trauen. Genau, tatsächlich. Das ist das Ding, dass die Leute sich einfach heutzutage auch leider nicht mehr trauen, weil ich weiß nicht, ob das an der ganzen Insta-Welt oder Social-Media-Welt liegt, dass die dann halt immer so ein Fitnessideal vorgegaukelt bekommen. Die ganzen schlanken Models, die das alle können und dann... Von den Bildern halt 50%, was die wenigsten wissen, auch gefotoshoppt sind, genau. Die bearbeitet sind. Genau, und bei den Videos auch nur die Videos gepostet werden, wenn man die halt... Die funktionieren, wo halt die Übung schon in Perfektion gekonnt wird oder wie auch immer, aber der Weg dahin wird leider nicht gezeigt. Aber irgendwo fängt jeder mal an. Einfach mal ausprobieren. Glaubt bitte auch nicht alles, was ihr, wie gesagt, online seht oder sonst was, selbst wenn ihr... euch unter dem Begriff funktionellem Training irgendwie einen Eindruck machen wollt. Es gibt so viel Kram, der online ist, wo halt wirklich die Übungen dann in Perfektion gezeigt werden oder sonst was. Der Weg dahin ist das Wichtigere. Das kann im Prinzip jeder erlernen, egal ob er dick, dünn, alt oder jung ist. Mir ging es ja nicht anders. Na, wenn du mit irgendeiner Sportart beginnen willst, dann musst du halt mal den ersten Schritt machen und sagen, ich mach das jetzt, ja, und irgendwann wirst du halt besser und wenn du das gewissenhafter weitermachst, dann wirst du halt noch besser oder schneller besser. Wir hatten es ja jetzt vorhin von dem Imagefilm, dass wir regelmäßig shooten bei dir, auch immer wenn was anliegt, jetzt auch vor kurzem mit der Betriebssportgruppe. Dann hast du ja so Dinge wie regelmäßig den Flyer über das Studio, den Folder, den die Leute mitkriegen. Oder dann hier auch mal... Unsere Werbeanzeigen ist halt auch klar, natürlich. Genau. Wobei die sich ja hauptsächlich wirklich auf diese Social-Media-Welt konzentrieren, aus anderen Gründen. Ja. Die Frage ist jetzt nur, hast du direkt jetzt einen Fahrplan, wo du jetzt vielleicht auch anderen Leuten, die das selbstständig machen in dem Bereich, wo du jetzt sagst, das bringt mir jetzt in meinem Fall am meisten, oder was hast du auf der To-Do, wo du sagst, das will ich weiter verfolgen, das will ich weitermachen? Also ich persönlich will auf jeden Fall, wie gesagt, weiterhin diese Werbemaßnahmen mit dem Konzept behalten, weil also es ist nie verkehrt, aktuelle Bilder, aktuelle Videos zu haben oder irgendwas in die Richtung zu machen. Ich muss mich da auch um nichts selbst kümmern, sondern ich sage halt, Tobi, komm, lass uns shooten und so und dann wird ein Termin schnell gefunden, dann wird das auch alles gewissenhaft gemacht. Mittlerweile sind wir da auch ein eingespieltes Team, was das, glaube ich, angeht. Das heißt, du kennst ungefähr so meine Vorstellungen von dem, was ich da jetzt im Endeffekt als Produkt, als fertiges Produkt dann haben will, weil du halt auch selbst das Verständnis dafür bekommen hast. Das ist aber auch wichtig, dass du in dem Fall als Kunde dann auch sagst, ich brauche das und das, weil in dem Fall... Die Kommunikation, ja. Genau, dass aber auch die Expertise irgendwo gar nicht vorhanden sein kann am Anfang, weil du ja vom Fach bist, du weißt, was du sehen willst, bist jetzt aber niemand, der im Medienbereich unterwegs ist, also muss da Kommunikation stattfinden. Also da haben wir ja auch schon Erfahrungen gehabt, ja, Shooting gemacht, dann waren die Bilder zwar gut, aber leider nicht die, die wir gebraucht haben. Genau, an sich, das Produkt war ja ein schönes Bild, aber es hat vielleicht die Bewegung nicht so dargestellt, wie ich es mir eigentlich gewünscht habe. Aber das ist ja auch vollkommen okay. Das heißt ja nicht, dass das Shooting oder die Bilder Müll waren, ja, sondern das benutzen heißt, wir heute noch. Benutzen wir heute noch einfach für andere Teilbereiche und da hat man halt jetzt, da wir jetzt gemeinsam auch irgendwie so eine Art Fahrplan tatsächlich für das gefunden haben, für die Aktualisierung der Homepage, ja, weil es einfach deine Online-Visitenkarte ist, nicht mehr oder weniger, ja, ich gehe jetzt, bei mir ist es kein Shop oder sonst was, ja, das muss jetzt nicht jede Woche aktuell sein. Die Grundinfos müssen stimmen, genau, das Kontaktformular muss halt da sein, das ist schön, wie gesagt, wenn ein Imagefilm da ist, den die Leute sich anschauen können, um sich einfach nur mal den ein oder anderen Eindruck zu holen. Dass der jetzt aktualisiert wird in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr, das ist ja auch ein Projekt, das ist ja nicht mal so schnell gemacht. Was wir im Moment gerade machen, wir fangen jetzt wieder an, den Imagefilm auf den neuesten Stand zu bringen. Weil halt auch die Location gewechselt wurde zum Beispiel. Ja. Ja, man sieht ja in dem alten Film, also beziehungsweise im aktuellen Imagefilm ja noch die alte Location und die gibt's halt einfach nicht mehr. Die neue ist schöner, die neue ist etwas freundlicher, größer vor allem, genau. Wir haben viel mehr Möglichkeiten. Ja. Ja, wir haben neues Equipment dazu bekommen, dank der ganzen Kunden und so weiter. Das heißt, also ich persönlich empfehle jedem,
der sich gerade selbstständig macht oder wie auch immer, tatsächlich auch so früh es geht, ich weiß, es geht nicht von Anfang an bei dem einen oder anderen, je nachdem, was für ein Budget er hat, einen gewissen Teil tatsächlich irgendwie in Marketing zu investieren. Ja, also es muss eine funktionierende Homepage da sein. Grüße übrigens an Hershey. Auch von mir? Auch, genau. Also das ist ja mittlerweile bei uns ja wirklich so ein Netz geworden, also ein Netzwerk von der macht den Bereich, der macht den Bereich. Dann muss ich mich da, wie gesagt, um nichts kümmern. Jetzt, wenn ich mir jetzt noch vorstellen müsste, ich müsste meine eigene Homepage bauen. Ich habe davon gar keine Ahnung. Aber jetzt als Beispiel. Ja, dann sieht das Ding aus wie Kraut und Rüben. Wir haben geshootet, 2.500 Bilder mit der Betriebssportgruppe. Zwei gescheite Bilder rumgekommen, genau. Eins von mir. Nein, das aber Spaß. Jetzt im Ernst. Dann aus den 200.000 Bildern dann zum einen das Equipment zu haben, damit die dann halbwegs brauchbar aussehen und zum anderen nebenher dann irgendwie nachts oder abends neben der eigentlichen Arbeitszeit, die dann noch auszusortieren und zu bearbeiten, da fehlt dir erstens das Know-how und zweitens die Zeit. Okay, Paul, hast du noch irgendwas im Schirm, was du jetzt unbedingt loswerden willst? Willst du noch Mutter und Vater grüßen? Ich grüße meine Mutti hier mit meinem Daddy. Nein, ich möchte mich natürlich bei allen Mitgliedern bedanken und bei allen, die es noch werden wollen, die mir vielleicht auch das Vertrauen geschenkt haben in den letzten Jahren und auch wieder gegangen sind. Bei denen bedanke ich mich natürlich auch. Jede Form der Unterstützung meines Unternehmens hat mich dahin gebracht, wo es jetzt ist. Ja, egal, ob sich die Wege irgendwann an irgendeinem Scheidepunkt getrennt haben, genau, ob man sich dann vielleicht irgendwann wieder über den Weg läuft oder wie auch immer. Ich bin keinem böse, der mein Studio verlässt. Aber ich glaube auch da, das ist auch so eine Erscheinung, dass die Leute auch sagen, irgendwie, ich probiere mal was aus, das ist nichts für mich. Ja, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, ich bin, wie gesagt, ich bin da keinem böse. Ich bin ja auch selbst einer, der hat so viele Sportarten schon ausprobiert. Ja. Der dann gesagt, oh, das finde ich cool, das kann ich daraus ziehen, das war jetzt vielleicht nicht so ganz mein Ding, ja. Das ist alles vollkommen in Ordnung, das ist immer so ein Auf und Ab, und wenn einer bei mir nur irgendwie sein Lebensziel zu einem gewissen positiven Aspekt verändert, dann habe ich meine Arbeit eigentlich schon richtig gemacht, ja, von daher. Traut euch einfach, kommt bei uns vorbei, probiert es ruhig mal aus. Entweder meldet ihr euch per Telefon oder Kontaktformular, Instagram, Facebook, wie auch immer. Ihr dürft uns auch selbstverständlich gerne folgen, auch nur folgen und nicht vorbeikommen, wenn ihr eher nur gucken wollt, was das Ganze überhaupt ist und was wir da darstellen. Dürft ihr uns selbstverständlich gerne auf den Social Media Plattformen abonnieren. Genau, und uns folgen und sich selbst mal so am besten den Eindruck machen, indem er einfach vorbeikommt und dann sich vorher meldet und sagt, ey, ich hätte mal Interesse, wie sieht's aus? Dann kann ich mir nämlich die Zeit freischaufeln und sagen, ey, ich trage dich mal an dem und dem Termin ein, wie passt es bei dir am besten? Und dann hat man wirklich alle Zeit der Welt, sich über alles zu unterhalten und so weiter und nicht einfach nur, ja, hallo, hier ist die Preisbroschüre und tschüss, wir sehen uns dann vielleicht irgendwann mal. Deswegen will ich mich ja auch als Studio von allen anderen Studios in der Umgebung zumindest unterscheiden, weil es einfach ein ganz anderes Vorgehen ist und bei uns kennt jeder jeden, bei uns begrüßt jeder jeden und so weiter. Und das will ich auch eigentlich so beibehalten, weil es, wie gesagt, ohne diese Community, ohne die Mitglieder, würde es so nicht funktionieren. Ja, die sind alle ein bisschen Gaga im Kopf, ich aber auch. Von daher ist es vollkommen in Ordnung, das genau. Jeder kommt mit jedem klar, wir haben unheimlich viel Spaß, ja, und sei es beim Training oder auch drumherum. Und es sind so viele Freundschaften dadurch entstanden, wo ich einfach dankbar für bin. Deswegen liebe ich meinen Job, ja, deswegen liebe ich meinen Beruf. Das ist ein Teil des Sports. Ja. Aber ihr seht, der Paul hat das Schlussplädoyer nicht auswendig gelernt, das kam jetzt alles quasi aus freien Stücken. Auch mit ich Instagram habe nichts da hinten abgelesen. Da hinten steht auch kein Teleprompter. Also der Paul, ihr seht, ganz ehrliche Haut, der sagt es auch, wie er es denkt, auch wenn Kritik mal irgendwie da ist. Auch bei seinen Kunden, wenn was zu tun ist, dann ist es zu tun, dann sagt er das auch. Ich, Paul, ich bedanke mich, dass ich du danke da warst. Dir, dass du auch an mich jetzt in einem ganz anderen Feld. Also ich denke, das ist ein interessantes Gewerbe auch, ja. Ja, ganz anderes Themenfeld, aber was du eigentlich so also mehr oder weniger hauptsächlich tatsächlich machst. Also ich habe dich ja als Tonmann kennengelernt, wirklich für Musik und sonst was. Und dass sich daraus jetzt so eine Sparte noch zusätzlich für dich entwickelt hat, die tatsächlich auch zu einem großen Teil, glaube ich, bei dir jetzt mittlerweile in dein Konzept eingeflossen ist, finde ich überragend. Ja, mach das auf jeden Fall so weiter. Entwicklung ist das Zauberwort. Exakt, ja, also von daher finde ich das super, super gut, wie sich halt einfach auch dieses Riesennetzwerk dadurch weiterhin ausbaut und so, egal in welche Richtung, und der kennt den, der kennt den.
Und ich finde es cool, dass man tatsächlich auch nach und nach immer noch wieder in diese regionale Richtung denkt und support your locals. Ja. Ich hätte jetzt auch irgendwen ansprechen können, hey, ich brauche jemanden, der mal meine Fotos macht oder sonst was. Oder ich brauche jemanden fürs Marketing. Und dann hat sich das wirklich so ergeben, dass es heißt, hey, übrigens, pass auf, wir können das so und so machen. Ja. Und dann fing es mit einem Tipp da an und mit einem Tipp da an. Und dann hat sich da so ein Schuh draus entwickelt, ja, wo ich sage, ey, das ist tatsächlich cool und wir haben eine ganz andere Ebene. Dieses Persönliche ist halt auch ganz, ganz wichtig, weil ich ja auch auf meine Fahne schreibe, lege ich da auch natürlich sehr, sehr viel Wert drauf, dass auch die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, sehr professionell sind. Aber man die auch mal vielleicht samstags anruft und sagt, wie sieht's denn aus? Oder dann vielleicht auch mal. Bräuchte vielleicht auch mal ein bisschen dringender oder wie auch immer. Ey, sorry, ich hab's verpennt. Kannst du morgen trotzdem? So, ja, jetzt kriegen wir hin und so. Und das, wie gesagt, wunderbar bisher, hat alles funktioniert. Natürlich haben wir auch manchmal wieder eine kurze Reiberei oder so. Das gibt aber auch, ich glaube, es gibt, obwohl wir jetzt eigentlich schon Schluss machen wollten, aber noch kurz so zum Abschluss. Ich glaube, das ist völlig normal, ob das eine große Firma ist, ob das irgendwie eine kleine Firma ist. Es gibt immer irgendwo Differenzen. Die Sache ist nur, wie gehst du damit um? Gehst du professionell damit um? Kannst du das irgendwie handeln? Oder wird es so stillschweigend immer so hingenommen und keiner ist eigentlich zufrieden? Ja. Kannst du aber ein kreatives Endprodukt dann irgendwie rausbringen, wo alle mit leben können? Ich glaube, das ist das Wichtigste. Exakt. Und ich glaube bisher, also das, was ihr jetzt über mich, über die Homepage oder sonst was erfahren könnt, das sind halt, wie gesagt, das ist der größte Teil sein Werk. Was die Bildbegleitung und Videobegleitung angeht, ist alles professionell gemacht. Von daher vielen Dank. Wunderbar. Ja, also ich kann da eigentlich nur sagen, selbst wenn ich sage, ey Tobi, mach einfach mal, der weiß ja mittlerweile, oder du weißt ja mittlerweile, was ich eigentlich so im Kopf selbst als kreative Idee habe. Oder so, ey, das fand ich ganz cool, denk nochmal in die Richtung oder so. Und dann wird da auf einmal so ein Produkt raus, wo ich sage, ey, super, genau so habe ich mir das eigentlich vorgestellt. Na, wunderbar. Und dann habe ich auch viel, viel weniger Kopfzerbrechen und so weiter. Du kannst vielleicht mit anderen. Paul, ja, wunderbar. Ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Willkommen. Gerne wieder. Und ansonsten, wie gesagt, alle Infos sowohl über mich als auch über ihn. Blenden wir noch ein am Schluss. Alles klar. Genau. Macht es gut. Ciao.